Ja, Sebastian, die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison läuft hier im Trainingslager in Spanien, in Andalusien. Was können denn die Fans für die Restsaison von den Kickers noch erwarten? Oh Gott, da bin ich, glaube ich, der Falsche dafür, hier große Vorhersagen zu machen. Ja, harte Arbeit jetzt können Sie erwarten, erstmal in der Vorbereitung, für uns bestmöglich vorbereiten fürs erste Spiel und wollen dann als allererstes mal das Heimspiel gegen Unterhaching gewinnen und gut rausstarten aus den Winterlöchern. Viele Fans werden sagen, na, vor allem müssen Sie ja eigentlich ein bisschen an der Defensive arbeiten. Ihr habt ziemlich viel Gegentore bisher geschluckt. Ja, klar. Da werde ich jetzt keine großen Gegenargumente finden können. Ist sicherlich ein Thema, aber jetzt nicht das alleinige Hauptthema. Ich glaube, dass wir da auch eine gute Balance finden müssen zwischen Offensive und Defensive. Und ja, wie gesagt, das sind sicherlich auch noch viele Altlasten aus den ersten 10, 12 Spielen. Da haben wir sicherlich deutlich zu viele Gegentore bekommen. Danach haben wir es halbwegs stabilisiert, aber ja, haben verpasst, das Torverhältnis etwas aufzubessern zwischendurch. Bei Spielen, wo es durchaus möglich war, glaube ich. Und ja, müssen jetzt natürlich gucken, dass wir das ein bisschen bereinigt kriegen und dass wir da wieder ungefähr gegen Null kommen werden. Und ja, das wird sicherlich ein Ziel sein, aber am Endeffekt, wenn mich jetzt fragen würdest, was ist wichtiger, das Torverhältnis aufzubessern oder erstmal viele Punkte zu holen, dann würde ich da vorrangig erstmal die Punkte nehmen. So, von daher ja, versuchen wir das natürlich nicht unterzubewerten, aber wir versuchen erstmal Spiele zu gewinnen. Es gibt von früher diesen alten Satz, 11 Freunde müsst ihr sein, da ist sicherlich viel Nostalgie drin, aber vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit. Inwieweit dient so ein Trainingslager auch dazu, dass die Mannschaft noch mal so ein bisschen mehr zusammenwachsen kann außerhalb des Platzes? Ich glaube, dahingehend ist die Mannschaft total intakt. Also Teambuilding oder Teamchemie ist großartig, glaube ich. Die ist so wie noch nie, wie ich finde, seit ich hier bei den Kickers bin. Sind ein guter Haufen und das allein gewinnt dir aber trotzdem auch keine Spiele. Das ist sicherlich was deutlich hilft, mehr Punkte zu holen. Aber ja, das ist trotzdem ein Thema, was wir niemals vernachlässigen werden. Und deswegen sind wir froh, dass es so ist, wie es ist jetzt und wollen natürlich da versuchen, nochmal ein, zwei Sachen zu machen vielleicht, um, wie du sagst, das nochmal zu verbessern oder weiter zu stabilisieren. Viel Arbeit, viel Spaß in einem tollen Team, du sagst es. Dein Vertrag läuft am Saisonende aus. Noch ein Jahr mit Sebastian Schuppan in diesem tollen Team, gibt es da schon eine Tendenz? Ja, wir haben auch schon gesprochen, also wir hatten uns ja für Winter so ein bisschen vereinbart und haben jetzt aber gesagt, dass das jetzt erstmal noch so eine wichtige Phase ansteht, dass wir das nochmal ein paar Wochen aus dem Winter rausgeschoben haben und ja, da braucht sich aber jetzt keiner großartig Gedanken machen. Wir haben da wirklich ein tolles Verhältnis, ein tolles Vertrauensverhältnis untereinander, Daniel, Micha und ich, und sind da in ständigem Kontakt und da wird jetzt nichts ganz verrückt Überraschendes passieren. So, von daher haben wir uns einfach gesagt, dass wir das noch mal ein bisschen weiter nach hinten schieben, was jetzt aber weder positive noch großartig negative Aspekte zeigen soll, sondern einfach nur, dass wir uns jetzt erstmal noch auf unsere Arbeit konzentrieren wollen. Die hier in, denke ich, im guten Ambiente stattfindet. Du hast ja schon einige Trainingslager mitgemacht. Wie ordnest du das Ganze hier ein? Also ich glaube, dass die Bedingungen alle zusammen so gut sind wie noch nie. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier in Wohlstand ausgebrochen sind oder dass wir jetzt in einer absoluten Wohlfühloase sind, aber es ist einfach ein tolles Hotel in einer tollen Gegend. Das stimmt einfach alles. Schöne Touristengegend hier, viele Golfer, dementsprechend schöne Orte auch drumherum ums Hotel und Trainingsplatz passt. Essen ist überragend, muss man ehrlicherweise sagen. Da bleiben keine Wünsche offen und von daher gibt es weder Ausreden noch irgendwelche Meckereien innerhalb der Truppe und alle sind zufrieden und können ihrer Arbeit nachgehen.